Also das, was mich extrem stört, ist die Gefahr, die Sprache in sich trägt, nämlich die Sprache so zu missbrauchen, dass man sie durch faschistoide Gedanken durchsetzt, und Demagogie ist immer gefährlich. Was geht, schau, was geht, schau, was geht, schau, 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 nur zu schweigen zu den Problemen, die ist kein Plan für unser Land. Nehmt den Typen mit den Pferden. Immer so in kleinen, so fast nicht wahrnehmbaren Schritten wird die persönliche Freiheit eingeschränkt. Das kann ich nicht hinnehmen. Kein Mensch ist illegal! Es regt mich nicht wirklich auf, aber ich bin einfach unglücklich mit der Situation, wie sie jetzt ist. Und wenn man dann halt von so Dingen hört, die anscheinend rechtswidrig sind oder mit denen rechtswidrig vorgegangen wird, dann macht man sich darüber Gedanken, und deswegen kommt man dann einfach daher und emanzipiert, also setzt ein Zeichen. Wenn wir lernen, eine gemeinsame Sprache zu finden, die für Freiheit und Gerechtigkeit, für Pressefreiheit und Menschenrechte ist, dann können wir gemeinsam einer Zukunft entgegengehen, die gegen Rassismus ist, die auch die Möglichkeit zulässt, dass jeder Mensch so sein kann, wie er wirklich ist, die Grenzen des anderen toleriert, egal ob man religiös ist, nicht religiös ist, von wo man kommt, und dass aber Hass, Egoismus und rassistisches Gedankengut an nichts verloren hat. Ich finde, jeder hat ein Recht auf eine eigene Meinung, und es wird halt oft unterdrückt von den Politikern. Und es ist halt ein Weg dazu, sich zu äußern, ohne dass die Politik was dagegen sagen kann.